Und die sagte gleich, geht dahin, ich hätte mir schon einige Wege ersparen können, wenn wir gleich zu euch gekommen wären. Das ist Steffi. Steffi hat einen Tierschutzhund, die Daisy, ein Malteser Bichon Mix, 5 Jahre jung. Daisy ist ein sehr sensibler Hund. Zu Beginn unseres Trainings war sie super unsicher. Sie wollte nicht spazieren gehen, denn sie hatte Angst vor alltäglichen Dingen, wie beispielsweise Gegenstände, wie Mülltonnen. Oder laute Geräusche, wenn die Außenrollos eines Hauses runtergingen. Sogar vor Lebewesen hatte sie Angst, wie Menschen oder andere Hunde. Wie unser Training verlaufen ist, seh selbst. Also ich bin Steffi, 43. Das ist Daisy, circa 5 Jahre aus dem Tierschutz. Unser Hund ist im letzten Jahr verstorben und dann wollte ich gerne einen neuen. Und dann habe ich gedacht, naja, nehmen wir einen aus dem Tierschutz. Schon ein bisschen älter, nicht mehr ganz so jung. Welpen wollte ich auch nicht unbedingt haben. Ja, und dann habe ich Daisy gesehen und habe gedacht, die ist es. Was waren eure Probleme vor unserem Coaching? Also Daisy war von Anfang an, dass sie erst nicht mitkommen wollte. Dann habe ich das eigentlich ganz gut mit Leberwurstpastete hingekriegt, Leckerlis zwischendurch, Suchspiele gemacht, damit sie sich an die Umgebung gewöhnt. Klappte auch dann ganz gut, dass sie zumindest mit mir mitgegangen ist, mit meiner großen, naja, aber immerhin nachher. Ja, und dann sind wir so auf die ersten bellenden Hunde getroffen. Die Menschen, die ihr unheimlich waren, weil die entweder weiter hinter standen oder sie angeguckt haben oder ja, also alles. Sei es eine Hundetüte, die irgendwo auf dem Boden lag, sei es ein Stuhl, der da hinten in der Ecke stand, Stimmengewirr aus irgendeinem Garten oder so. Wie hast du dich dabei gefühlt? Also am Anfang fand ich, haben wir es ganz gut hingekriegt so und dann, ja. Je mehr sie gebellt hat, desto unsicherer wurde ich auch, wurde Daisy auch. Und ja, so hart bestrafen wollte ich sie jetzt auch nicht, weil ich immer gedacht habe, ich kenne die Vorgeschichte nicht. Als sie anfingen, so die ersten Hunde anzubellen und die ersten Menschen wirklich und sich auch gar nicht wieder beruhigen konnte, ich sie auch nicht beruhigen konnte. Und sie auch 2 Minuten danach immer noch gebellt hat, weil sie so aufgeregt war und so. Also wir sind nachher wirklich in die Wicken gefahren. Wir sind nachher eine halbe Stunde zum Spazierengehen gefahren. Nur damit sie denn einigermaßen entspannt spazieren gehen konnte und wir ja letztendlich auch. Was habt ihr vorher für Erfahrungen mit anderen Hundeschulen gemacht? Wir waren davor, ja, hatte ich ja schon 2-mal eine Einzelstunde bei einer anderen Hundetrainerin. Hat mich aber letztendlich mehr verwirrt wie alles andere und mich noch unsicherer gemacht. Warum hast du dich für uns entschieden? Mary wurde uns von einer Arbeitskollegin von mir empfohlen, die mit ihrem Hund auch entspannte Hundebegegnungen geübt hat. Und die sagte gleich, geht dahin, ich hätte mir schon einige Wege ersparen können, wenn wir gleich zu euch gekommen wären. Ja, und da war die erste Stunde schon hilfreich. Alleine das Geschirr anlegen, weil das Klicken hat sie schon nervös gemacht. Wie wir aus der Tür rausgehen. Ich meine, dass ich vorgehe, wusste ich auch, aber wie wir es denn mit ihr wirklich gut hinkriegen. Und selbst da war sie relativ schnell dann schon entspannt. Was waren deine ersten Aha-Momente in unserem Coaching? Die Verbindung untereinander, also zwischeneinander ist wesentlich besser. Sie nimmt wesentlich mehr Kontakt zu mir auf, auch wenn sie merkt, so, das ist mir jetzt nicht so geheuer. Gestern waren wir dann um 9 noch im Wald spazieren, wo es ja auch dunkel war. Und dann, ja, dann hat sie sich einfach neben mich oder ist neben mir gelaufen, hat mich dann immer alles angeguckt, ob alles in Ordnung ist und wir konnten ganz entspannt spazieren gehen, obwohl da ein Pärchen noch mitten im Park stand. Was hat sich seit unserem Coaching verändert? Viel entspannter. Also sie kümmert sich so gut wie gar nicht mehr um ihre Umgebung, sondern ich schnüffel da lieber und guck mal da, was da so los ist. Und ich habe auch das Gefühl, sie geht jetzt wesentlich lieber spazieren. Also wenn ich sie jetzt rufe, komm, wir gehen Pipi machen, sie kommt wirklich freudestrahlend angelaufen und ja, lässt sich anleihen. Und vorher war das immer so skeptisch. Müssen wir jetzt raus. Also jetzt können wir los. Wenn ich weiß, sie spannt sich ein bisschen an oder sie ist nervös, dann weiß ich jetzt, was ich zu machen habe. Ja. Ihr hilft es ungemein, mir auch und wir werden auch immer sicherer. Ja, die Große kommt wesentlich lieber mit, die Kleine auch. Wenn ich jetzt sage, wir gehen spazieren, ja, ich komme mit. Und vorher, muss ich. Wem würdest du das Coaching empfehlen? An jeden, der Probleme mit seinem Hund hat. Also ich würde eher gleich herkommen, anstatt irgendwo zu googeln oder eine Freundin zu fragen oder, weil so konnte Mary ja wirklich gucken, wie läuft's denn, wie ist es wirklich in vertrauter Umgebung. Ja. Und wir konnten uns die Zeit so einrichten, wie wir das gerade geschafft haben.
Für jede Frage war ja immer ein offenes Ohr da oder ist immer noch ein offenes Ohr da. Und nicht nur so starr, so was weiß ich. Du hast dann nur dann und dann Zeit, dich zu melden und nochmal nachzufragen, sondern kontinuierlich immer dann, wenn ich eine Frage hatte. Du hast auch keine Lust mehr, irgendwelche Dinge an deinem eigenen Hund auszuprobieren? Du warst auch schon bei 3 bis 4 anderen Hundeschulen und keiner konnte dir so richtig helfen? Unsere Hunde sind so kurz bei uns. Verschwende keine Zeit. Bewerbe dich jetzt für ein kostenloses Beratungsgespräch unter www.merrypelz.de und wir schauen, ob und wie wir euch helfen können.